Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich meine Halbjahresfavoriten und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich muss lachen, denn in diesem Raum stehen Gartengeräte. Haushaltsgeräte. Es steht hier so viel Kram auf meinem Tisch und ja, es ist bunt gemischt. Ihr kennt das von mir. Natürlich, hauptsächlich bin ich ein Beauty-Kanal, deswegen wird es sich hier auch erstmal um Beauty handeln, aber wir gehen dann auch zu meinen generellen Favoriten über, was ich halt einfach so im letzten halben Jahr getrieben habe, Leute, ne? Genau, ja, es wird spektakulär. Natürlich, bei vielen Produkten ist es so, dass es auch Produkte sind, die ich in der Kooperation bekommen habe von Kooperationspartnern, aber das Ding ist einfach, dass ich die Sachen ja auch verwende und es durchaus sein kann, dass die Produkte sich zu meinen Favoriten entwickeln und das ist hier halt auch das ein oder andere Mal passiert. Ja, so, wir starten einfach mal mit der Hautpflege, denn damit beginnt ja alles so, ne? Also in allererster Linie, man schminkt sich ab. Ich habe das Double Cleansing für mich so komplett entdeckt. Da hat mich ganz damals Skin Natur draufgebracht, weil die mir das erste Mal einen Abschminkbalm geschickt haben und dann hat mir Yepoda auch ihren Abschminkbalm zugeschickt. Übrigens, da habe ich auch einen Code, Claudi30, Spaß ein bisschen, ne? Genau, und ja, den liebe ich einfach, der ist so klasse. Das ist The Calm Balm. Man kann das auch in Kombination verwenden mit The Bubble Double, das ist so ein, es ist von den Wörtern her einfach so witzig. Das ist ein Schaum, den kannst du dann nochmal unter der Dusche verwenden. Hiermit kriegst du aber halt das ganze Gedöns vom Gesicht runter, die ganze Schminke und so weiter. Auch hartnäckiges Make-up, hartnäckigen Lippenstift, Mascara und so weiter, Augenbrauenprodukte, was halt richtig sich im Gesicht reintackert. Und zum Tackern kommen wir gleich auch nochmal. Nein, ich habe hier keinen Tacker stehen, keine Angst. Den finde ich auf jeden Fall total klasse. Das ist jetzt, glaube ich, mein dritter, den ich habe. Den habe ich jetzt gerade frisch bekommen. Ich mag den Duft, ich mag die Konsistenz. Der sieht jetzt noch total fresh aus, wird heute Abend das erste Mal verwendet. Und Yepoda ist halt auch mitunter, neben Dalton zum Beispiel und Beauty Mates, auch der Grund, weswegen ich auch Kooperationen mit anderen sehr, sehr großen und sehr, sehr hochpreisigen Hautpflegemarken bislang auch sogar abgelehnt habe. Weil ich gesagt habe, Leute, ich habe super Kooperationspartner, mit denen ich echt gute Produkte für mein Gesicht gefunden habe, die gut funktionieren und die mir gut tun, die vom Preis-Leistungs-Verhältnis her auch einfach passen. Und ja, deswegen, ich laber, boah, wenn ich über jedes Produkt so viel laber, aber den kann ich euch wirklich wärmstens ans Herz legen. Ich versuche alle Produkte, wie ich sie halt finde, unten in der Infobox zu verlinken, teilweise Affiliate-Codes oder über Codes bekomme ich eine Provision, steht alles in der Infobox. Weiter geht die wilde Reise dann mit Hautpflege-Masken. Also bevor ich mein Gesichtscreme-Gedönsen verwende, verwende ich Masken oder alternativ halt auch Ampullen. Da habe ich jetzt diese Ampullenreihe von Dalton einfach mal exemplarisch. Habt ihr in meinem letzten oder vorletzten Aufgebraucht-Video, ne? Da habt ihr ganz viele Ampullen gesehen, weil ich versucht habe, im Mai super viele Ampullen durchzutesten. Und da habe ich halt für mich immer wieder gemerkt, dass die von Dalton echt gut sind. Die sind nicht günstig, aber die sind halt echt geil. Und hier habe ich das Marine Anti-Aging Ampullen-Set. Da sind 5 verschiedene drin. Und von diesem Ampullen-Set kann ich euch wirklich, ohne mit der Wimper zu zucken, jede einzelne empfehlen, weil die einfach geil sind. Also das ist ein ganz, ganz tolles Set. Ja, auch alles in der Infobox natürlich verlinkt. Das ist in Kooperation geschickt worden. Ja, ne? Definitiv. Würde ich mir aber tatsächlich nachkaufen oder für ein Geschenk kaufen. Für eine Freundin, für meine Mutter, für meine Stiefmutter, Schwiegermutter in Spee, Stiefschwiegermutter in Spee, Oma, alle möglichen Mütter, würde ich den kaufen, weil das so gut ist. Das ist so eine richtige Wellness-Kur. Das kannst du wirklich gezielt anwenden und ich mag Ampullen als Alternative zu Gesichtsmasken mittlerweile sehr, sehr gerne. Verwende ich gerne abends, nachdem ich Toner verwendet habe, entweder vor einem leichten Serum oder anstelle von einem Serum. Ne? Und deswegen, Ampullen müssen hier definitiv mit rein, weil die habe ich zuhauf verwendet in letzter Zeit. Aber ihr kennt mich, ich bin eigentlich ein Masken-Junkie. Und vor allem Tuchmasken haben es mir angetan. Da habe ich hier auch 2 exemplarisch rausgenommen. Einmal die von Dalton, das ist meine Lieblingsmaske. Die ist so geil, das ist einfach diese blaue Hydrolyph-Biozellulose-Maske. Die fühlt sich auf dem Gesicht einfach ganz besonders an. Die gibt meinem Gesicht schön Feuchtigkeit und ich kann euch die einfach empfehlen. Ich finde die schön, ich finde die wirklich schön. Wirklich, wirklich, wirklich. Wirklich empfehlenswert. Ohne Witz jetzt. Sie kostet echt über 10 Euro, aber
wirklich gut. Wenn man die sich einmal pro Woche, einmal pro Monat oder ne, zu einem besonderen Anlass gönnt, es ist ein ganz tolles Gefühl und ich kann es euch einfach ans Herz legen, wenn ihr Maskenfreaks seid, so wie ich, euch die einfach mal anzuschauen. Die ist es einfach wert. So, dann habe ich natürlich hier auch noch eine von Misha mit dabei, weil das steht für die ganzen koreanischen Gesichtsmasken. Die Biozellulose-Maske ist halt einfach von dem Vlies her, das ist kein richtiges Vlies, das ist eher wie so ein ganz dünnes Gummi oder wie ein ganz dickes Gel, wenn man das so beschreiben kann von der Konsistenz. So wie diese unteren Augenpatches, die übrigens, die ich vergessen habe. Egal, kommen wir gleich zu. Läuft bei mir. Genau, also das ist die eine Variante von Tuchmasken, die ich geil finde. Und das hier sind halt koreanische Fließmasken, die so dünn sind. Da habe ich jetzt einfach exemplarisch von Misha die Propolis-Maske, die werde ich heute Abend nämlich verwenden, deswegen hatte ich die draußen liegen. Finde ich so geil. Ich finde Tuchmasken im Sommer aus dem Kühlschrank ein Traum, Leute. Also wenn man den ganzen Tag über sonnenmäßig unterwegs war, im Garten war, was auch immer, und sich dann abends eine Maske gönnt, das ist ein Traum, eine Wohltat für die Haut und es ist so, ich lieb's. Ich lieb's übers ganze Jahr verteilt, aber im Sommer einfach umso mehr und im Januar vor allem. Im Juni, wir haben jetzt gerade Juni, wo ich auch drehe, ist für mich auch so ein Maskenmonat. Ich verwende fast jeden Abend gerade eine Gesichtsmaske, einfach um euch dann im Aufgebraucht-Video eine mega krasse Review geben zu können über super viele verschiedene Gesichtsmasken und gleichzeitig auch, um meinen Maskenvorrat etwas aufzubrauchen. Und das war einfach so ein bisschen, ne, letzten Monat Ampullen, jetzt Masken, nächsten Monat wollte ich mich an meine ganzen Pöttchenmasken machen und das sind halt einfach so verteilt. Das habe ich bei Rosa87 Lee bei der lieben Cindy gesehen, also dass sie das auch so in der Art gemacht hat, sich immer konzentriert auf ein bestimmtes Beauty-Paket in Anführungsstrichen konzentriert hat. Und das wollte ich jetzt einfach nachmachen, weil ich das gut finde. Genau. Ja, und wenn wir dann mit den ganzen Masken durch sind, dann kommt die reguläre Gesichtspflege. Die kann ich auch super als Make-up-Primer verwenden, da verwende ich die aber super dünn. Und wenn ich da dann eine Sonnencreme drüber gebe, wird es manchmal ein bisschen schwierig. Ich habe auch schon mit der lieben Mona Lisa gesprochen und ihr auch gesagt, Mensch, es wäre so geil, wenn ihr einfach mal eine Creme rausbringen würdet, wo ihr auch einen Sonnenschutz reinmachen würdet, weil die Creme ist der Hit. Ich habe jetzt hier die Variante für trockene oder halt, wollte ich gerade faltige Haut sagen. Ich habe faltige Haut. Nein, ich habe Fältchen halt im Gesicht. Meine Güte, ich bin 32, ist klar. Ne? Auf jeden Fall ist das die 24 Stunden in den Intensivpflege für trockene Haut. Die verwende ich jetzt abends aktuell und die verwende ich in Kombination mit dem AHA Glow Booster. Der gibt mir halt so richtig Kabittjes ins Gesicht. Dass wenn ich morgens aufwache, dann bin ich wirklich am Strahlen. Das ist so intensiv geil. Aber erstmal Creme. Da haben wir drin Ceramide, Ziza, Moringa, Mangobutter, allen geilen Kram. So geil. Die ist ganz, ganz toll von der Konsistenz, weil die so ist wie, keine Ahnung, wie etwas zu lange geschlagene Sahne, würde ich mal dazu sagen. Die riecht geil, hat aber keine Parfüm, Duftstoff oder sonst irgendwas mit dabei. Die Produkte von Beautymate sind ohne irgendeinen Zusatzgedönsen, ne? Und das funktioniert einfach super. Die kannst du halt entweder so verwenden. Ich verwende die, wie gesagt, gerne als Make-up-Primer, wenn ich über den Tag zum Beispiel, keine Ahnung, ich habe gearbeitet, ne, und dann nach der Arbeit um 5 überlege ich mir, geil, ich möchte ein YouTube-Video drehen, ich muss mich aber schminken, wasche mir natürlich einmal das Gesicht ab, dann packe ich mir eine dünne Schicht von der Creme drauf und habe dann schon einen Primer drauf mit der Creme, ne? Das heißt, das ist schon mal eine ganz gute Kiste und dann kann ich mich ganz normal schminken. Abends mache ich aber gerne noch eine etwas dickere Schicht, weil ich hier auch noch diesen Booster mit reinmache. Es gibt so viele verschiedene Booster bei Beautymate, schau da gerne mal auf der Homepage vorbei, verlinke ich die auch in der Infobox. Auch da habe ich übrigens einen Code, müsste Claudiswelt 30 sein. Da kriegst du 30% Rabatt. Genau, da kann man sich halt genau beraten lassen in dem Produktberater und nachher dann im Set-Konfigurator dir das Set selber zusammenstellen, wie du es gerne möchtest. Du kannst dir die unterschiedlichsten Serien in der Mix- und Match-Methode zusammen mixen. Ich mache das aber lieber, dass ich wirklich immer nur ein Serum oder ein Booster, das ist ein Booster und kein Serum, in meine Creme reinmache, denn diese Booster sind dreimal so hoch konzentriert und dreimal so ergiebig wie normale Serien. Die haben halt wirklich Kabittjes hinter. Ne? Also da ist AHA und BHA mit bei. Das ist wie so ein leichtes Fruchtsäure-Peeling, deswegen lieber abends verwenden. Oder wenn man es morgens verwendet, dann auf jeden Fall einen dicken Lichtschutzfaktor drüber. Trockene Haut,
1A. Ich habe sensible Haut, 1A, ein Träumchen. Und das ist halt das Produkt, der AHA Glow Booster, den ich von den ganzen Boostern tatsächlich am besten finde. Und das sage ich als diejenige, die immer gesagt hat, Fruchtsäure und ich, wir werden niemals Freunde werden. Und dann kam dieses Produkt und ich habe mich gefreut wie Wolle. Das auf jeden Fall zu Beauty Mates kann ich euch wärmstens empfehlen. Und Beauty Mates wird tatsächlich bald Geburtstag haben. Ja. Seid gespannt, stay tuned, folgt mir auf Instagram. Seid auf jeden Fall dabei, da werde ich alles soweit teilen. Und ich wollte gerade aus dem Nähkästchen plaudern. Nein, ich plaudere nicht aus dem Nähkästchen. Folgt mir auf Instagram. Instagram. AIDYP, Claudia rückwärts und ein P dahinter. Da teile ich euch dann einfach mal die neuesten News mit. Okay. So, dann machen wir weiter mit der Zwischending zwischen dekorativer Kosmetik und Pflege, würde ich jetzt einfach mal dazu sagen, weil diese Produkte dafür sorgen, dass dekorative Kosmetik bei mir einfach viel, viel besser funktioniert. Habe ich auch in PR zugeschickt bekommen, habe ich mir aber nun tatsächlich selber auch nachgekauft. Ich rede von diesen beiden mega krassen Boostern von Grande Cosmetics. Die habe ich von Purish zugeschickt bekommen, die kriegt ihr auch bei Purish und mit dem Code CLAUDISWELT 15 sparst du 15% Rabatt. Alter, ich hau hier echt ganz schön viele Codes heute raus, es tut mir leid, aber wie gesagt, ne, ist mir so. Ich verwende extrem gerne dieses Wimpernserum. Ey, das hat mir Wawa Woom Lashes von hier bis nach Metten gemacht. Ich sag euch das. Es ist Wahnsinn. Ich habe damals echt keine guten Wimpern gehabt. Hatte ich nicht. Dann habe ich so viel versucht. Ich habe verschiedenste Serien auch ausprobiert. Und da hat sich auch einiges getan, muss ich auch sagen. Ne? Also da will ich ja nicht, will ja nichts vom Pferd erzählen. Ich hatte Je L'Oreal Lash. Ich hatte von Isana das Wimpernserum. Ich hatte Revita Lash, hatte ich glaube ich auch mal. Und das hier ist einfach das, was am allerbesten bei mir funktioniert. Das ist das Grande Lash und da fragt ihr mich auch immer nach. Genau, meinst du schon ein bisschen ausgefranst, weil ich da schon 4 Monate mit an Toch bin. Aber es ist immer noch was drin. Also wenn ich das schüttel, ich höre auch noch was. Und ich liebe es. Ich mache mir das halt wirklich, nachdem ich mich komplett gepflegt habe. Also auch nachdem ich Augencreme und den ganzen Rampampam verwendet habe, ganz, ganz dünn an meinen Wimpernkranz von oben halt drauf. Richtig geil. Also ich habe auch schon bei der Anfangsanwendungsgeschichte von manchen gehört, das wird bei dir eh nicht funktionieren, weil du cremst dich ja vorher ein. Naja, ich glaube, das Ergebnis spricht für sich. Man kann sich doch vorher eincremen, Leute. Und dann habe ich mir noch das Grande Brow auch wieder nachgekauft, weil ey, meine Augenbrauen sind wirklich ein Kind der 90er und geschädigt von den 2000ern. Denn ich habe damals, das weiß ich noch, so hardcore gezupft, dass ich nur noch jeweils ein Härchen da hatte. Da war fast nichts mehr. Ich habe Bilder gesehen. Das Bewerbungsbild von dem, wo ich mich jetzt gerade, ne, wo ich gerade arbeite, ich hatte fast keine Augenbrauen. Das sah so übel aus. Und dann durch YouTube und so weiter habe ich halt auf meine Augenbrauen geachtet, habe gelernt, okay, Augenbrauen umrahmen das Gesicht, bla bla, larifari. Und habe dann auch irgendwann versucht, sie zu züchten. Ich war in der Benefit Brow Bar, habe mir die dann auch mal so machen lassen, wie sie jetzt halt mittlerweile auch aussehen. Und habe echt gedacht, wow, ey, Schock, wie hardcore sehen die bitte aus. Und also ich fand es halt zu krass, weil das war halt von jetzt auf gleich. Und ja, dann habe ich aber angefangen mit dem M'Asam Forever Young Longer Lashes Bla. Longer Lashes im Brow Serum. Genau, das war mal irgendwo in der Box mit dabei und dann habe ich gemerkt, okay, da tut sich was. Hat sich nur ein bisschen was getan, aber es tat sich was. Und dann habe ich halt die Kooperationsanfrage über Purish mit Grande Cosmetics bekommen, habe das hier ausprobiert und wusch. Seitdem habe ich halt einfach, ich habe Augenbrauen, Leute. Und ich bin da sehr, sehr glücklich drüber. Also ich habe sie natürlich jetzt ja auch gemalt und alles Mögliche, aber ihr seht es ja auch in meinen Schminkis, wenn ich ungeschminkt bin, wie hardcore das aussieht. Ich meine, die sind jetzt natürlich auch richtig lang, weil diese Serien machen halt, dass die Wachstumsphasen der einzelnen Haare verlängert werden und sie halt nicht so schnell ausfallen. Ne? Also, dass die abbrechen, das muss man dann halt durch Pflege machen, indem man zum Beispiel Rizinusöl verwendet oder es gibt ja auch Augencremes, die entsprechende Pflegeprodukte oder Pflegewirkstoffe, Inhaltsstoffe mit dabei haben. Die machst du dir dann auch einfach über die Wimpern mit drüber. Auf jeden Fall, meine Herren, rede ich heute viel. Ich glaube, ich werde hier niemals durchkommen. Kann ich euch das wirklich empfehlen? Falls ihr irgendwie versucht, mal so ein bisschen was an Augenbrauen zu kriegen, das ist jetzt das Maximalergebnis nach 4 Monaten, ne? Das ist so ein Pinselchen und damit pinselt man sich dann halt wirklich auch ebenfalls nach der kompletten Pflege die Augenbrauen ein. Bums fertig aus, läuft. Ne? Also finde ich richtig klasse. Okay,
So, jetzt sind wir bei der dekorativen Kosmetik angelangt und ich trage dekorative Kosmetik auf mit Pinseln. Da habe ich mir jetzt 4 Marken rausgesucht, die ich euch einfach ans Herz legen möchte, wo ich finde, dass die gute Pinsel herstellen, die man sich halt auch einfach schön nachkaufen kann. Ich rede immer wieder von BH Cosmetics. Also das ist jetzt einer meiner Lieblingspinsel tatsächlich auch. Das ist aus diesem Zodiac Crystal Pinsel Set. Das gibt es auch, glaube ich, nicht mehr. Aber schaut auf jeden Fall mal auf der BH Cosmetics Homepage vorbei. Die haben da immer richtig krasse Rabatte und dann sind die Pinselsets halt ultra rabattiert und ja, diese Pinselform ist ein Traum, Leute. Ich liebe es. Du kannst damit Puder, Blush, Bronzer, Highlighter, alles auftragen. Gut, Augenlook wird ein bisschen schwierig, aber trotzdem, geiler Pinsel und die sind schön. Das sind halt Kunsthaarpinsel, ne? Aber ich finde, dass die, also ich kann mich damit richtig normal gut schminken. Genauso gut, würde ich schon sagen. Ich stelle die schon auf eine Ebene. Finde ich die Pinsel von Luvia. Da habe ich jetzt hier dieses Prime Vegan Candy Pinsel Set. Habe ich hier gerade wundervollerweise abgelesen. Denn das Prime Vegan Pinsel Set, was ich ganz am Anfang meiner YouTube-Zeit auch schon gekauft habe, befindet sich aktuell in der Wäsche. Denn ich habe es gestern verwendet. Also nicht in der Waschmaschine. Ich habe es halt gestern Abend gewaschen. Und dann habe ich die Pinsel jetzt zum Trocknen ausgelegt. Genau. Und das ist einfach auch genauso schön von den Haaren her. Also ich finde, die sind gut gebunden. Das ist ein super Preis-Leistungs-Verhältnis. Die sind klasse. Ich mag die einfach. Die sind langlebig und da hat man einfach seine Freude mit. Da kann man auch gut Produkt mit auftragen. Macht mir Freude. Dann habe ich hier, also ich habe im Spectrum Pinsel Sale zugeschlagen und habe mir da diverse Pinselboxen bestellt. Das waren halt so Surprise-Boxen. Man bekommt aber alle Pinsel halt in einer anderen Farbe noch, ne? Zum Beispiel bei Purish auch zu kaufen. Da gibt es das Komplett-Pinsel-Set zum Beispiel. Da sind alle mit bei. Die hier sehen jetzt natürlich total geil aus, weil komplett bunt. Auch davon sind einige jetzt in der Wäsche. Hier habe ich zum Beispiel den Foundation-Pinsel. Ich finde den echt toll. Also ich würde den schon auf eine Stufe stellen mit BH Cosmetics und mit Luvia, ja. Wobei ich vielleicht sogar BH Cosmetics noch Mühe besser finde. Weiß ich nicht. Weiß ich echt nicht. Ich glaube schon. Aber ja, da greife ich halt ständig zu. Deswegen steht es hier auch auf diesem Tisch, weil ich mir das halt so, ne, ich bin mit Sinn und Verstand eben sehr, sehr lange durch mein YouTube-Zimmer gelaufen. Mindestens genauso geil. Also das hier ist jetzt quasi nochmal eine Stufe härter, ist das zu Eva Pinsel Set. Da habe ich mir so einen Gürtel bestellt, quasi. Das entweder bei Beauty Bay oder bei Douglas, das weiß ich gerade gar nicht. Und da sind halt sowohl Synthetik-Haarpinsel drin, als auch Echt-Haarpinsel. Und das ist quasi so mein erster Schritt in Richtung, ich probiere mal so ein paar Echt-Haarpinsel aus gewesen. Ist es immer noch. Nein, ich habe schon ein paar andere Echt-Haarpinsel. Ich glaube, das hier ist zum Beispiel ein Echt-Haarpinsel. Das ist halt so ein, ne, da kannst du auch Puder, Blush, Bronzer, Highlighter. Ich liebe diese Pinselform, ne? Also, klar. Bin halt so, wie ich bin. Ich weiß nicht, wo das draufsteht. Das ist jetzt die 101 Lux Face Definer. Ich finde, man merkt es nicht unbedingt, also ich persönlich merke es nicht unbedingt, wenn ich die anfasse, aber ich merke es, wenn ich die Pinsel wasche, dass es echt Haarpinsel sind, weil die sich natürlich ganz anders mit Wasser verhalten, als wenn man jetzt einen normalen Pinsel nehmen würde, also einen Synthetik-Haarpinsel. Ob man damit jetzt besser schminken kann, sich besser Produkt auftragen kann, keine Ahnung. Ich finde die Pinsel einfach gut und ich mag dieses Pinselset ganz einfach. Und deswegen ist es hier auch mit drin. Aber ja, kann ich halt nur empfehlen, weil ich werde immer mal wieder gefragt, welche Pinsel ich so empfehlen kann. Also das wären jetzt so die 4 Marken, die ich euch einfach empfehlen würde. So ohne mit der Wimper zu zucken quasi. So, und nun sind wir beim Bereich der Nägel. Ihr seht es ja immer wieder bei mir, ich trage kunterbunte Fingernägel, weil ich es liebe, an jedem Finger einfach eine andere Farbe zu tragen. Ich bin Zwilling, ich kann mich nicht entscheiden. Das spricht natürlich Bände, ne? Und deswegen habe ich irgendwann halt angefangen, immer so den Ringfinger anders zu haben. Dann hatte ich immer so jeden zweiten Finger anders. Und dann habe ich irgendwann gedacht, komm, Claudi, Pustekuchen. Nachdem ich dann das erste Mal Rainbow Nails mir gemacht habe, war ich schockverliebt und wollte seitdem nur noch immer andere Nägel haben. Ich arbeite recht professionell ja auch in meinem Beruf, also das bei YouTube hier ist ja mein Hobby. Ich bin ja auch ganz normal Sachbearbeiterin oder Vertriebs- und Marketingassistentin und Assistenz der Bereichsleitung und denke mir da auch manchmal, ja Claudia, manchmal solltest du vielleicht doch ein bisschen seriöser sein. Meine Nägel sprechen da nicht wirklich für sich, ne? Aber gut, ja, die Leute kennen mich, ne? Meine Kollegen wissen, wie ich bin und dass ich halt in meinem Herzen ein Einhorn bin und von daher muss das einfach auch mal irgendwann rausgelassen werden. Und deswegen finde ich das jetzt auch für mich im Alltag nicht schlimm. Deswegen habe ich jetzt hier auch einfach exemplarisch mir Nagellack hingestellt. Das ist jetzt hier von Catrice Stronger Nails. Den habe ich sogar hier auf meinem Zeigefinger drauf.
sehe ich den nochmal aufgetragen. Der soll auch noch zusätzlich so einen Nagelhärter mit drin haben. Ich muss gestehen, dass ich davon jetzt noch nicht so unbedingt viel gemerkt habe. Ich habe ihn drauf, ich finde ihn schön, läuft. Jo, und wenn wir dann mit dem Geschichtengedönsen durch sind, ich habe nicht so viel dekorative Kosmetik hier jetzt rausgesucht, aber schon ein bisschen. Leute, die muss ich euch mit reinhalten. Nabla Vicious Mascara, ne? Also in Kombination mit dem Wimpernserum, Wawawoom, Eskalation, Stufe 5 Milliarden. Es ist einfach krass, kriegt ihr bei Purish, Claudies Welt 15% Rabatt. Die ist einfach hardcore. Ich habe auch schon ein Backup. Läuft bei mir. Habe ich mir gekauft. Genau. Und ja, da ist noch gut was dran. Ich denke, dass ich da auch noch so ungefähr, ja, schon so einen Monat mit hinkommen werde. Aber ich merke schon, dass sie von der Konsistenz her mittlerweile etwas krümeliger und härter wird. Also so langsam wird sie schwierig, aber ich habe sie auch ganz schön lange schon getragen. Ich finde die Optik natürlich ein bisschen sehr verspielt mit diesem Panther drauf. Ich habe damals immer Panda gesagt. Ein Panda sieht ein bisschen anders aus, ne, Claudi? Und ja, finde ich schon, also ich finde es besonders. Sie fällt auf jeden Fall direkt in der Schminksammlung oder wo auch immer man sie halt stehen hat. Im Badezimmer fällt sie auf. Ich habe sie hier auf meinem Schminktisch stehen und sie lächelt mich immer wieder an mit ihren wundervollen roten, rubinroten Augen. Und ich finde es irgendwie ganz fancy, ne? Ja, deswegen, die musste auf jeden Fall mit rein. Ne? Kein Weg dran vorbei. Auch der führt keinen Weg dran vorbei. 24 Hours Brow Setter von Benefit. Den halte ich doch schon seit Jahr und Tag in die Kamera. Und ich sage es auch immer wieder, der tackert euch die Augenbrauen fest. Schon bevor ich die Kooperation mit Benefit hatte, habe ich euch den immer wieder empfohlen. Ich habe mich immer wieder gefreut, wenn ich die kleinen irgendwo in einer Beautybox mit drin hatte und ja, halt diese Probegrößen, ne? Ich habe den mittlerweile auch in Originalformat, aber ich brauche natürlich erstmal eine kleine auf, wobei der ja auch schon ein bisschen sehr wenig nur noch drin hat, aber egal, ne? Der ist einfach großartig. Das ist so ein flaches Vieh. Da gehst du erst mit den langen Borsten einmal so durch die Haare, kämme ich hoch, nehme ich dann die kurze Seite, kämme die auch hoch, dann mache ich die andere Seite, dann lege ich die hier flach, weil dann konnten die ja schon ein bisschen sich antackern, ne? Und das hält. Und hält und hält und hält und hält. Und das ist so geil. Also, mega. Ich habe noch kein anderes Augenbrauenprodukt gefunden, was so, so gut ist. Auch diese ganzen Brow-Soaps, Brow-Freeze-Geschichten komme ich im Leben nicht so gut mit klar, wie mit dem 24-Hours-Brow-Setter. Ja, dann bin ich natürlich ein Fan von Absolut Luminous, Strahlkraft, Highlight, Rampampam, Glow. Und ich trage alle möglichen Foundations, BB-Creams, CC-Creams, Rampampam, Tinted Moisturizer und mag das Ding noch so furztrocken auf meinem Gesicht aussehen. Ich knall mir dann einfach hier den hier drüber, ne? Das ist einfach geil. Das ist das Aura Glow Powder von Love. So ein scharfes Teil. Also das ist ja Oldie but Goldie, würde ich mal so sagen. Gibt es ja schon seit Ewigkeiten. Der hatte mal einen Hubbel, den hat er nicht mehr. Ja, schaut so aus. Und da gehe ich dann einfach am Ende, wenn ich fertig bin mit meinem ganzen Abpudern und so. Manchmal mache ich das halt wirklich, bevor ich Blush Bronzer Highlighter auftrage. Manchmal auch einfach als Finisher danach. Gehe ich einfach mit so einem Pinsel rein, aber nur ganz leicht, ne? Und dann mache ich so von außen nach innen. So ganz vorsichtig, dass ich dann so reinstreife. Aber halt nicht zu sehr, weil man will ja nicht aussehen wie eine Glitzerkugel. Einfach nur so ein bisschen Bewegung ins Gesicht zu bekommen. Und da finde ich den einfach perfekt. Den kannst du dir auch ein bisschen intensiver auftragen, dann als Highlighter verwenden. Aber dafür ist er mir dann fast schon ein bisschen zu schwach und ich habe ein Haar verloren. Ja, Highlighter habe ich dann diesen hier. Da war ich also geflasht von. Auch da sparst du ein bisschen was bei Yestyle mit dem Code Claudies Welt läuft. Ohne das läuft. Einfach nur Claudies Welt. Das ist der Luminous Marble Highlighter von Tony Moly. Alto Belly, das ist ein Highlighter. Da suchst du Ewigkeiten nach und dann bestellst du dir bei Yestyle ein paar Produkte einfach für ein Fullface Korean Beauty zusammen und hast auf einmal den perfekten Highlighter, der einfach vollkommen farblos ist. Also der ist schon vergleichbar mit dem Aura Glow Powder, würde ich sagen. Aber ich finde den noch ein Stück mehr in Richtung Highlighter und das Aura Glow Powder ein Stück weit mehr in Richtung Finishing Powder. Genau, und das hier ist einfach ein farbloser Highlighter, den ich, also man macht den drauf und das sieht perfekt aus. Das ist furzegal, welchen Blush, Bronzer oder sonst irgendwas Foundation du drunter hast. Das sieht einfach aus, als hätte dir da jemand einfach so ein bisschen Wasser hingegeben. Wie nass, wunderschön, aber nicht zu aufdringlich. Also perfekter Highlighter, finde ich wunderschön. Empfehle ich euch.
Bei Lidschattenpaletten habe ich mich persönlich, ehrlich gesagt, ein bisschen schwer getan, weil ich mag es super gerne in letzter Zeit auch einfach so einen schnellen Look zu schminken mit Bronzer und Highlighter einfach. Oder ich probiere mich einfach komplett gerne durch meine Sammlung durch und nutze meine Sammlung. Aber was ich gemerkt habe, wenn ich eine Lidschattenpalette verwende, stehe ich volle Elle drauf, wenn diese Palette auch sehr viel kann. Das können zum Beispiel die Day-Palette von Hatice Schmidt, da hast du ja auch Blush, Bronzer, Highlighter und Lidschatten quasi mit drin. Aber eine Palette, die das in Perfektion geschafft hat, ist die Transition-Palette von Dominique Cosmetics. Die kriegt ihr auch bei Purish, die war auch lange Zeit ausverkauft, jetzt ist sie mittlerweile wieder verfügbar. Und das ist eine Palette, die im Prinzip, wenn ich das einfach mal so sagen darf, so gut wie jeder verwenden kann und sie dann auch so anwenden kann, wie es für ihn oder sie am besten gerade funktioniert. Du hast hier komplett nur matte Töne drin, die kannst du aber als alles verwenden. Hier sehen wir die Palette. Du kannst es als Puder, als Blush, als Bronzer, als Augenbrauenprodukt verwenden. Du kannst das, also Hammer! Hammer, als Lidschattenpalette natürlich auch, dann noch in Kombi mit einem Highlighter zusammen und zack, bist du fertig, ne? Ein Traum. Also ich finde diese Palette richtig empfehlenswert und es ist für mich eine klasse Alltagspalette für jeden Tag, für einen, also easy peasy Look, als Eyeliner kannst du die auch noch verwenden übrigens. Also, ne? Traumhaft, wirklich. Und je nachdem, welchen Teint man hat, welchen Bräunungsgrad des Sommers man hat, man kann jedes Mal diese Palette auch als Teintpalette verwenden. Und das liebe ich an ihr. Also die ist so, so geil. Und ein bisschen bei Beauty sind wir noch. Und zwar befinden wir uns in diesem Zimmer. Das ist für mich so, ein Traum ist wahr geworden. Also ich habe ein Zimmer voll mit Schminke, mit Make-up, mit allem Rampampam, mit Pinseln, mit Schmuck, mit allem, was ich brauche. Und ich liebe dieses Zimmer. Ich liebe es, dass ich das so neu eingerichtet habe, dass ich den Tisch gestellt habe, wie ich ihn jetzt gestellt habe, und dass ich nicht mehr so eingeengt an der Wand sitze, dass ich so viel Platz hinter mir habe. Das ist ein bisschen schwierig, weil der Hintergrund dadurch ein bisschen unruhiger erscheint, aber ich fühle mich deutlich wohler. Ich habe einfach viel mehr Platz. Ich habe Sammy immer bei mir und irgendwie, es ist alles angenehmer für mich. Deswegen feiere ich so sehr, dieses neue YouTube-Zimmer so eingerichtet zu haben. Natürlich muss ich hier noch ein paar Renovierungsmaßnahmen vornehmen. Natürlich habe ich noch den einen oder anderen Schrank, den ich hier ergänzen oder austauschen möchte. Optimierungsbedarf steht immer. Aber ich fühle mich hier so wohl. Es ist so wundervoll. Ich habe hier auch meinen neuen Schreibtisch. Den habe ich euch letztens gezeigt. Und ich werde euch demnächst auch meine komplette Schminksammlung abfilmen. Denn aktuell, wo ich dieses Video drehe, habe ich Urlaub. Da habe ich Zeit dafür. Und dann werde ich mir die Zeit nehmen. Und dann gehen wir hier mal ganz entspannt durchs Zimmer. Und dann zeige ich euch, was hier alles so rumsteht. Ja, so viel zu Beauty-Sachen in direkter Hinsicht, würde ich es einfach mal nennen. Jetzt gehe ich weiter zu Tools, Accessoires und so weiter. Da möchte ich zuallererst starten mit den Brillen von Zinf. Mit Zinf habe ich auch eine Kooperation. Da spart ihr mit dem Code WELT. Das Ganze ist aber relativ günstig schon per se. Also das ist der Wahnsinn. Man bekommt die Geschichten hier in diesem Case. Das ist einfach ein Brillencase. Da kann ich dann, ne, meine Brille reinmachen. Brillenputztuch mit dabei. Und hier habe ich jetzt meine beiden aktuellen, trage ich den ganzen Tag Brillen. Im Haus trage ich immer diese wunderschöne rosé-goldene Brille, die ich vorher hätte putzen können. Ein Traum. Und da kann ich euch das genaue Modell mal unten in der Infobox verlinken. Meine Brille ist auch mit Stärke. Ich habe eine Hornhautverkrümmung. Und es ist jetzt schwierig mit dem Licht, aber man sieht auch auf Instagram öfters mal Bilder von mir, wo ich die Brille trage, ne? Ich liebe sie. Also die passt voll zu meinem Gesicht. Man sieht auch direkt dort auf der Homepage. Oh mein Gott, ich sehe alles auf einmal so klar. Ich wollte gerade das Ringlicht ausmachen, aber das hilft, glaube ich, nicht so viel, ne? Ich glaube, so seht ihr die. Hi. Genau, also das Ding ist, dass ich jetzt hier gerne im Video auch eine Brille tragen würde, weil ich dadurch alles viel besser sehen kann. Also ich trage normalerweise immer eine Brille. Aber ihr seht selber, es ist schwierig, das Ringlicht spiegelt, die Lichter spiegeln und ich fühle mich ehrlich gesagt sogar geblendet dann auch von dem Licht. Ich weiß nicht warum, es wirkt alles auf mich halt so viel klarer und heller und so und das ist ein bisschen schwierig. Was hier bei der Brille auch ganz geil ist, ich habe hier einen Blue Light Filter mit drin, dann auf der Homepage selber kannst du genau gucken, was für eine Rübe ich quasi, also was habe ich für eine Rübe, okay, ist das jetzt ein SM oder L Modell, also quasi auch für die Kopfform, ne? Ich habe ein
eine Rübe, Leute. Also für mich, ich brauche entweder die Medium oder die Large Gestelle. Ansonsten sind die mir einfach zu klein. Oder ich habe Glück und ein Small-Modell passt mir. Aber es ist einfach geil, ne? Und ich habe jetzt einfach durch die Kooperation mit Zinf die Möglichkeit, auch diese Auswahl zu haben. Es ist alles total charmant dort. Der Kundenservice ist nett. Also wirklich, man kann diese Try-on-Haul-Geschichten machen. Try-on-Haul. Man kann virtuell die Brille antesten und dann sieht man, wie die Brille auch einem steht zum Beispiel, was ich auch gemacht habe, als ich mir selber die Brille zum Beispiel aussuchen durfte. Und ich finde es wahnsinnig cool. Also ja. Ne, folgt mir auf Insta, da seht ihr dann auch mal ein paar mehr Brillenbilder von mir. Man hat da auch einfach zu einem guten Preis eine schöne Auswahl, schaut vorbei. Da mache ich jetzt mal einen Schwenk weiter, denn das hier sind eigentlich Brillenketten, wo sich aber ein findiger Erfinder gedacht hat, Mensch, das wäre doch cool, wenn wir daraus Maskenketten machen. Ich habe da zwei Stück von, die habe ich mir bei Rossmann bestellt und Leute, ich trage sie ja fast jeden Tag, immer wenn ich Maske trage, weil es ist so einfach. Du machst sie einfach hier an die Maske dran und dann kann ich mir die Maske einfach nehmen oder dieses Band und stylisch halt einfach umhängen. Dann habe ich halt immer eine Kette. Natürlich sehe ich aus wie ein Grundschulmädchen, weil ich hier wie so ein Beutelchen für Kleingeld was um den Hals hängen habe. Aber es ist praktisch, wenn ich im Büro sitze, ganz normal arbeite, jedes Mal, wenn einer reinkommt, setze ich meine Maske auf. Jedes Mal, wenn ich über den Flur gehe, wenn ich zum Kopierer gehe, wenn ich auf die Toilette gehe, wenn ich mir einen Kaffee hole und ich hole mir viele Kaffees, muss ich meine Maske aufsetzen. Deswegen ist diese Maskenkette für mich einfach so eine mega krasse Innovation oder Umentwicklung eines Produktes gewesen, eben von diesen Brillenketten, dass ich mir gedacht habe, ja Wahnsinn, ne? Und ich liebe sie. Ich finde sie großartig. Ich feiere sie hart. Und sonst wären sie hier nicht mit in meinen Jahresfavoriten. So, dann habe ich einen eingeschlafenen Hintern. Und gehe jetzt weiter zu weiteren Beauty-Sachen. Und zwar habe ich Haarturbane so dermaßen in mein Herz geschlossen. Ich habe mir jetzt komplett einen neuen Satz bestellt von meinem Geburtstagsgutschein von Amazon tatsächlich. Und die finde ich echt geil, weil die so schön lang sind. Ich hatte auch sehr, sehr teure in Boxen drin gehabt, die mittlerweile entweder schon kaputt gegangen sind oder dermaßen verwaschen sind. Ja, dieser hier ist natürlich jetzt in einem wunderschönen Schweinchenrosa. Oder, ja, das ist schon sehr, sehr hellrosa, ne? Aber ihr seht, wie lang das Ding ist. Richtig geil. Und da sind, glaube ich, 3 oder 4 Stück in dieser Verpackung gewesen. Und die nehme ich halt, nachdem ich die Haare gewaschen habe oder nachdem ich halt duschen war, dass ich mir die Haare einmal kurz abfrottiere. Und dann mache ich mir immer die Viecher drauf. Und dann renne ich damit durch die Gegend, mache mir eine Maske, lasse meine Haare ein bisschen darin trocknen. Und bevor ich schlafen gehe, mache ich den Bommelkram alle raus, kämme die einmal kurz durch und dann ab ins Bett. Ne? Weil ich gehe auch nicht mit offenen Haaren schlafen, weil da kriege ich Panik. Ich bin Bauchschläfer und dann hängt mir die ganze Geschichte im Gesicht. Dann kriege ich... Ich drehe durch. Egal. Auf jeden Fall ist so ein Haarturban etwas, was ich einfach so geil finde. Damals habe ich mir immer irgendeinen Turban mit so Handtüchern gebastelt. Und das ist natürlich jedes Mal, wenn ich mich nach vorne gebeugt habe, auseinandergeflogen. Ja, Haarturbane sind nicht nur dafür da, um dir die Haare aus dem Gesicht zu halten, liebe Claudia, sondern sie sind auch dafür da, um zu helfen, dass deine Haare schneller trocknen. Denn du hast hier drin so eine Schicht. In dem Fall ist das so eine richtig flauschig Schicht. Und das ist halt so Mikrofasergedönsen und ja, wenn da die Haare drin sind, dann trocknen die halt schneller. Dann habe ich hier so einen Knopf, der ist dann ja auf meinem Hinterkopf. Dann habe ich das hier so zusammengedreht, mache das nach hinten und da habe ich so eine kleine Schlaufe, mache das dran. Ihr habt das schon 5 Milliarden Mal gesehen, ne? Ja, und dann hat man halt die Haare so zusammen. Mega Empfehlung für Ladies mit ein bisschen längeren Haaren oder so. Ja, kann ich nur empfehlen. Das ist halt echt total praktisch, ne? So. Ja, ich habe mir hier so einen Kleiderbügel hingelegt und dieser Kleiderbügel soll mich daran erinnern, dass ich euch erzählen möchte, dass mir meine Kleiderschrankregelung, so wie sie aktuell ist, mein absoluter Favorit ist. Und das steht auch so ein Stück weit exemplarisch dafür, wie ich so mein Leben organisiere, beziehungsweise ich muss was trinken. Da kommen wir gleich auch noch zu. Beziehungsweise wie ich bei uns im Haus... im YouTube-Zimmer, in der Wohnung allgemein, im Kleiderschrank natürlich auch, meine Ordnung halte. Ich habe eine gewisse Anzahl an gelben Kleiderbügeln. Das ist ein schwarzer Kleiderbügel, weil meine gelben sind nun aktuell alle besetzt. Das heißt, sobald ein weiteres Kleidungsstück in meinen Schrank jetzt kommt, aus der Wäsche oder
sonst durch PR oder sonst irgendwas oder ich kaufe mir mal wieder was, was durchaus ja auch passiert, dann muss ich ausmisten. Und zwar mindestens so viel, bis das, was ich dann ja quasi in den Kleiderschrank räumen möchte, reinpasst. Und reinpasst heißt bei mir nicht, dass mein Kleiderschrank proppe voll ist. Der ist nämlich super krass organisiert. Wie gesagt, gewisse Anzahl an gelben Kleiderbügeln, was nicht mehr auf gelbe Kleiderbügel passt, passt nicht mehr in den Kleiderschrank. Und dann habe ich bei meinen Tops, bei meinen T-Shirts und bei meinen Langarm-Shirts auch so eine Regelung. Ich habe ja mein Pax-Kleiderschranksystem und dann habe ich ja die einzelnen Haufen und die passen dann ja alle so nebeneinander, keine Ahnung, so 3-4 Haufen nebeneinander und maximal 5 Kleidungsstücke dürfen dann pro Haufen drauf sein und alles, was dann darüber hinaus in den Kleiderschrank rauskommt, muss ausgemistet werden. Das ist ein geiles System, Leute. Ich kann euch das nur ans Herz legen. Ich fahre da sehr gut mit und die Kleidung, die ich dann aussortiere, die wird dann gespendet, ne? Und ich habe da ein gutes Gefühl mit, weil ich so einfach dem ganzen Konsum Herr werde. Das gleiche habe ich hier auch, Lidschattenpaletten. Ja gut, da ist natürlich das Maß so ein bisschen was anderes, ne? Ein schmales Billigregal voll in Hochkant gestellt und aussieht wie ein Bücherregal, mehr darf nicht rein. Aber da hast du halt auch schon deine 150 Paletten stehen. Also das ist natürlich auch irgendwie... Man macht sich die Welt, wie sie einem gefällt. Okay, ja, so viel dazu, das wollte ich nur gesagt haben. Und jetzt kommen wir zu dem, was ich euch eben schon hochgehalten habe, und zwar zu Waterdrop. Waterdrop habe ich euch ständig in die Kamera gehalten, aber Leute, es ist auch wirklich einer meiner absoluten Favoriten. Das ist kein Schmarrn. Ich würde es mir nachkaufen, wenn ich da nicht in PR-Nachschub bekommen würde, weil ich das einfach geil finde, weil ich das unterstützenswert finde und weil ich finde, dass ich dadurch einfach mehr Wasser trinke. Für mich ist es einfach wichtig, dass ich mehr Wasser trinke, weil ich habe halt sehr, sehr viel Probleme mit Kopfschmerzen, mit, ich trinke wirklich generell einfach viel zu wenig, weil ich sehr viel Kaffee trinke und wenig Wasser. Und als Waterdrop dann auf mich zugekommen ist und gefragt hat, Mensch, wollen wir zusammen eine Kooperation machen, war das für mich gesundheitlich ein großer Schritt nach vorne. Ich merke, dass es meiner Haut besser geht, ich merke, dass es mir selber besser geht, dass das alles irgendwie durchfeuchteter ist. Nein, dass es mir einfach besser geht. Da habe ich auch einen Code, Claudi YouTube, spaße 5 Euro ab 25 Euro Einkaufswert. Die haben halt so wunderschöne Flaschen wie diese hier. Das ist jetzt mit dem Design Boost halt entsprechend zu, ich glaube, fast jeder Waterdrop-Linie, die die haben, hast du halt die entsprechende Flasche. Ich habe da mittlerweile 3 Stück von und die sind immer in Anwendung. Ich habe eine am Bett stehen, ich habe eine am Schreibtisch stehen, ich habe hier immer eine stehen. Zack, bist du schon fertig. Ich habe ständig auch irgendwas zu trinken immer bei mir, damit ich mehr trinke. So eine bunte Flasche animiert mich halt mehr zu trinken. Es macht halt Spaß. Natürlich kann ich mir den Drop auch einfach so in ein Glas geben. Da brauchst du nicht die Flasche für haben. Aber ich finde sie halt schön und es schmeckt lecker. Jedenfalls mir. Also ich habe das auch schon Freunden angeboten, als die hier zu Besuch waren. Nicht allen hat es geschmeckt. Manche haben gesagt, hey, ist doch nach wie vor Wasser mit einem Hauch Geschmack. Ja, aber mehr soll es ja eigentlich auch gar nicht sein. Ich gebe mir auch tatsächlich, jetzt habe ich hier mit Lipgloss rumgesaut, ne? Nur einen einzigen Drop in so eine Flasche. Ich glaube, die meisten werden es eher mögen, dass man sich das hier in so ein Glas macht. Ich habe hier auch so einen Strohhalm dran, weil ich eben mit dem Strohhalm getrunken habe, weil ich ja Lipgloss drauf habe. Der ist natürlich auch schmierig. Auch das ist übrigens ein Glas von Waterdrop. Und da kann man sich auch so wunderschöne Karaffen bestellen. Die gibt es auch nochmal ein bisschen größer. Das hier ist schon ein bisschen klein, muss ich sagen. Das reicht ja für gerade mal 2 Tassen. Das ist ein bisschen wenig, ne? Es gibt auch den Micro Tea. Da kann man auch vorbeischauen. Also nicht nur die Micro Drinks, die man kalt trinkt, sondern auch den Micro Tea. Das wird dann halt auch so fancy, wenn das nach oben kommt und dann wird es so eine Blume. Jeder so, wie er meint. Da gibt es so viele verschiedene Geschmacksrichtungen. Ich kann euch jetzt nur das an die Hand geben, was ich persönlich geil finde, also was so meine Favoriten sind. Da habe ich 5 verschiedene Geschmacksrichtungen mir mal rausgenommen. Das ist jetzt eine aktuelle LE. Die finde ich aber richtig geil. Die heißt Sky und die hat so einen Geschmack nach Ananas. Also da ist Ananas, Erdbeere, Passionsfrucht und Kaktusfeige mit dabei. Finde ich richtig geil. Boost, das ist das, was ich gerade hier auch als Flasche habe. Das ist so ein bisschen fruchtiger. Das ist dieses Johannisbeere, Holunderblüte, Acai. Also dieses Johannisbeere schmecke ich persönlich am meisten raus. Steht hier auch als erstes mit drauf. Mein absoluter Favorite ist Love. Oh mein Gott, ich liebe das. So lecker, weil das halt auch so fruchtig süß schmeckt. Granatapfel, Goji-Beere und Shisandra. Ich glaube, Shisandra ist das, was ich da so geil dran finde. Auch so eine ganz coole Geschichte ist Shiro, weil da hast du so einen kleinen Kaffeeersatz, weil da Koffein mit bei ist. Kirschblüte, Malve und Ginseng. So viel zu meinen Waterdrop-Geschichten, Lieblingssorten. Tobt euch aus, soweit ihr Bock habt. Ich werde es auf jeden Fall immer weiter trinken, weil ich es einfach lecker finde. Ja. Ebenfalls was zu essen ist tatsächlich sowas.
Ich mag nicht die originalen M&M's sehr gerne, aber ich mag die Nachmachen. Eigentlich mag ich am liebsten die Pindas. Die kommen, ich weiß gar nicht, woher die Pindas kommen. Ich glaube, aus dem Aldi. Das hier ist jetzt Big Hit. Das ist vom Lidl. Ich finde die Verpackung ganz schön klein. Es ist sehr, sehr traurig, dass da nur 250 Gramm drin sind. Die atme ich dir mal ebenso in einem Abend ein. Aber sowas von, das sage ich euch. Liebe ich. Da, also, renne ich für. Wenn ich keine M&M nachgemachten Viecher zu Hause haben, raste ich aus, ne? Also das ist, ich bin da echt fast schon süchtig nach, das ist krass. Und die esse ich mir super gerne in Kombination mit irgendwas Salzigem, zum Beispiel Salzbrezel, also diese ganz normalen, oder halt Chips und sowas, ne? Habe ich eine Schale hier mit, in der Schale mit den Chipsies und dann wird so nach und nach alles nacheinander gesnackt. Ich lieb's. Ja, das ist so mein Eskalationsgedöns, woher wahrscheinlich auch meine Mr. Fred-Familie teilweise kommen kann. Etwas, was ich nicht hier habe, was ich euch schon mal angeboxt habe, vielleicht habt ihr nochmal Bock drauf, dass ich euch nochmal so eine Box auspacke, ist HelloFresh. Das hat mein Freund vor, ich glaube, vor 2 Jahren mittlerweile abgeschlossen als Abo. Das ist eine Foodbox, da bekommen wir jede Woche 3 Gerichte für 4 Tage, ne? 2 Personen für 4 Tage und das passt halt bei uns optimal, sodass wir quasi nur einen Tag in der Woche mittags haben, wo wir nichts zu essen haben, wo wir uns dann irgendwie eine Pizza in den Ofen schieben oder was bestellen oder essen gehen oder sonst irgendwas. Und ansonsten haben wir halt echt eine geile Auswahl an leckerem Essen. Mein Freund ist auch derjenige, der da immer sich hinsetzt und dann die ganzen Menüs zusammenstellt, sage ich mal, also die Gerichte auswählt und er wählt nur nach Foto aus. Also es ist ihm pups egal, wie intensiv man dafür braucht, um das zu kochen. Aber ich muss sagen, es hat uns animiert, wieder geiler zu essen, geiler zu kochen und richtig Spaß am Essen zu haben. Ich muss gestehen, am Anfang nimmt man ein bisschen zu, weil man so reichhaltig nicht normal vorher gegessen hat. Also wir nicht. Wir haben vorher nicht so reichhaltig gegessen. Du hast ja auch immer irgendwie wirklich, du hast ein, also für uns sind das perfekte Portionsgrößen. Manche sagen, die sind denen zu klein. Und für uns ist es wirklich perfekt. Du hast da immer irgendwie einen Salat mit dabei, du hast Gemüse mit dabei, du hast da Sättigungsbeilagen und alles, ne, Kartoffeln, du hast alles Geiles mit dabei und so reichhaltig haben wir wirklich vorher lange nicht mehr gegessen und das heißt nicht, dass wir vorher nicht ordentlich gegessen haben, aber wir haben sehr viel diese Tüten, Fix- und Fertig-Geschichten gemacht und das machen wir nicht mehr. Ab und an gibt es mal eine Spaghetti Bolognese aus nostalgischen Gründen, aber an und für sich, HelloFresh ist echt ein Traum, Leute, ich sag euch das. Ja, kann ich euch empfehlen. Hab da aber nicht jetzt irgendwie einen Code oder sowas für. Ich glaube, bei HelloFresh kann man dieses Freunde werden Freunde machen. Da schreibt mich gerne an. Ich glaube, dass man da dann quasi einen Code per E-Mail teilen muss oder so. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Aber so diese klassischen Codes, weil weder Kooperation noch sonst irgendwas, habe ich so nicht. Deswegen kann ich euch die so nicht geben. Aber Leute, schaut mal nach. In fast jeder Beautybox hast du mal einen 50€ Rabattcode, Rabattgutschein. Oder wenn du auf die Homepage selber gehst, haben die ständig auch 60€ Angebotsaktionen, sodass es dann aufgeteilt ist auf 3 verschiedene Lieferungen quasi auch. Ne? Und wir zahlen auch ungefähr 60€ pro Woche dafür. Ja, so, dann mache ich mal weiter mit spirituellem, ich weiß es nicht, das ist mein Danketagebuch. Das habe ich euch auch schon in meinen Quartalsfavoriten gezeigt. Ich habe es weitergeführt und ich bin da wirklich sehr, sehr froh drüber. Manchmal ist es, manchmal wirklich, fällt es mir super schwer, abends da reinzuschreiben. Nicht nur, weil ich dann vielleicht ein bisschen zu müde bin, sondern auch, weil ich vielleicht an dem Tag einen Scheißtag hatte. Aber es hilft mir dabei, darüber nachzudenken, was an dem Tag passiert ist und vielleicht mal die kleinen Dinge so zu nehmen und sie als Dankbarkeitsmoment aufzunehmen. Und dann nehme ich sie auch wirklich in dieses Buch mit auf. Ich habe dann für jeden Tag, dass ich mir 3 Dinge aufschreibe, für die ich dankbar bin. Ja, wenn ich mal auf der Couch mit Sammy einschlafe oder, keine Ahnung, wirklich einfach zu müde bin, schreibe ich auch rein, hier verpennt oder sonst irgendwas, ne? Aber an und für sich schreibe ich hier jeden Tag 3 Dinge rein, für die ich dankbar bin. Das hilft mir, positiver zu werden. Ich kann es euch empfehlen, das ist ein 0815 Kalender einfach von 2021. Man kann sich auch einfach ein Blanko-Notizbuch nehmen oder so. Das hatte ich jetzt hier mal in einer Brigitte-Box, glaube ich, mit drin. Finde ich eigentlich auch ganz hübsch, deswegen, ne, das war ganz cool. Und da sehen die Seiten halt so aus. Und das fand ich halt sehr praktisch. Und es passt ganz schön so an mein Bett und so. Und deswegen, ne? Das mag ich gerne. Ich kann euch das vielleicht auch in der Infobox verlinken, aber an und für sich reicht da auch, wenn du einfach ein Blankobuch hast und dir selber das Datum hinschreibst. Dann kann man theoretisch nämlich auch jetzt mitten im Jahr anfangen damit. Jeder so, wie er möchte. Ne? Okay, dann gehe ich jetzt weiter zu den etwas ungewöhnlicheren Produkten, die eher weniger Leute wahrscheinlich hier bei YouTube in die Kamera zeigen. Aber hey,
Herzlich willkommen auf meinem Kanal, ne? Hier habe ich etwas, das habe ich in der Tuff-Cookie-Box drin gehabt. Ich gehe ja jeden Tag mit Sammy spazieren und manchmal ist es so, dass ich einfach alle Hände voll habe und gerne einfach keine Leine in der Hand halte, aber trotzdem Sammy an der Leine führen muss. Da kommt dieses Teil ins Spiel, was ich super praktisch finde. Ich weiß gar nicht, von welcher Marke das ist. Weiß ich nicht. Das ist auf jeden Fall so ein Gurt, den du dir um die Hüfte legen kannst, dieses Ding. Zack. Und meine Hüfte drum zu. In der Theorie, ne? Passt da passt exakt meine Hüfte rein. Und dann habe ich hier so eine flexible Leine dran, die ich dann Sammy umbinde. Und die passt von der Länge halt auch her, weil wenn ich Sammy an die Leine nehme, brauche ich keine lange Leine, weil dann sind wir meistens in Straßennähe. Und dann möchte ich ihn halt auch in meiner Nähe haben. Da möchte ich nicht, dass er die Möglichkeit hat, auf die Straße zu laufen. Und dass dann noch dieses Flexi-Gedöns mit bei ist, ist nochmal umso besser, weil er mich dann nicht umreißt, wenn er dann vielleicht doch mal stehen bleibt oder sonst irgendwohin rennt. Sondern dass die Flexibilität gegeben ist. Aber trotzdem ist er dann bei Fuß halt, ne? Also quasi an mir dran. Und ich habe alle Hände voll, zum Beispiel, wenn wir im Regen spazieren gehen. Wenn ich einen Regenschirm habe oder sonst irgendwas, ne, dann ist es sehr, sehr angenehm. Mit Sammy joggen gehen, ist das eigentlich eine Joggerleine, Leute. Aber mit Sammy joggen zu gehen, ja, es tut mir leid, Maus, ich lästere über dich. Es ist ein wundervoller Hund, aber joggen ist nicht mit ihm. Ja, da sind wir tatsächlich auch bei Sammy und bei meinem Freund. Das sind meine Büro-Buddies tatsächlich, die mir das Büroleben immer wieder versüßen. Ich sitze mit meinem Freund zusammen in einem Raum und wir sind zusammen im Homeoffice. Wir sind ja in unterschiedlichen Firmen aktiv, haben auch unterschiedliche Arbeitsbereiche natürlich. Aber hey, ich finde es irgendwie traurig mit dieser Homeoffice-Geschichte, irgendwie traurig mit der ganzen Corona-Geschichte, aber andererseits, unsere Beziehung hat es mega zusammengeschweißt, weil so hat man einfach die Möglichkeit, über einen kompletten Tag mitzubekommen, was da gerade bei dem anderen abgeht. Und dieses typische, nach der Arbeit zu fragen, Schatz, wie war es auf Arbeit, ist einfach eine ganz andere Hausnummer, weil man kriegt es ja alles mit. Man kann schon direkt mitbekommen, was da gerade passiert, ob da irgendwelche Eskalationsgeschichten abgehen oder sonst irgendwas. Und ich weiß nicht, also wir sind uns da auf jeden Fall näher gekommen. Und das finde ich halt schon irgendwie schön. Ne, dass man da irgendwie das Beste aus der Situation macht. Dass Sammy dann auch noch mit uns im Büro ist, ist ein Traum. Denn sowohl mein Freund als auch ich dürfen keine Hunde mit ins Büro nehmen. Bei mir ist es, weil wir der Lebensmittelindustrie angegliedert sind und bei ihm ist es, keine Ahnung warum, gibt auch seine Gründe. Und ja, deswegen, ne, es ist für uns super schön, einen Hund da zu haben, denn Sammy merkt halt unfassbar krass, wenn ich gerade ein komplizierteres Gespräch habe oder mein Freund hat auch ein etwas nicht so schönes Gespräch. Dann kommt der kleine Mann an und schmust sich an einen ran, und das war ein Reim, und legt dann vielleicht einfach den Kopf auf den Schoß oder ist einfach nur da, legt sich einfach vor die Füße oder zeigt irgendwie Präsenz, dass er zeigt, hey, ich bin für dich da, falls du mich brauchst, hol mich hier ab, läuft. Es ist einfach ein Traum. Ja, also meine beiden Männer, Leute, ne, ein Traum. Okay, wo wir bei den sonstigen Aktivitäten sind, mache ich das erst? Nein, wir sind noch bei Sammy. Sammy hart wie Bolle. Ja, das ist, also alles hat einen Haken, wirklich. Und das ist der einzige Haken, den Sammy nun mal hat. Er hart wie sonst was. Es ist unglaublich. Deswegen müssen wir halt wirklich sehr oft bei uns saugen. Ich hatte euch im letzten Favoritenvideo auch schon genau diesen Sauger gezeigt. Das ist immer noch mein Favorit. Huch, auch unser James. Aber unser James ist gerade mit meinem Freund unterwegs, denn der muss den neu irgendwie aufsetzen, weil der ein Update gefahren hat, keine Ahnung. Das hier ist von Amazon, ein Akkustaubsauger. Der ist total geil, weil der einfach gut ist. Weil der sammelt hier den ganzen Rampapam, du brauchst keine Staubsaugerbeutel mehr. Du kannst damit durch die Gegend laufen, weil du kein dämliches Kabel hast. Sammy hasst das Ding, wie man sieht. Ich liebe ihn. Du kannst das lange Ding natürlich abmachen und ihn wie einen Handstaubsauger verwenden. Und der saugt mir wirklich so gut die ganzen Hundehaare weg, auch auf Teppichen. Also mega. Also große Empfehlung, verlinke ich euch in der Infobox, hat mein Leben bereichert und erleichtert. Wirklich. So, und bevor ich jetzt... Nee, ich glaube, das schaffen wir noch. Okay, wir kommen jetzt nämlich noch zum Garten. Und zwar liebe ich dieses Set von Gardena, wirklich. Das haben wir uns, ich glaube, letztes Jahr im Sommer gekauft. Das Ding ist jetzt natürlich super voll mit Hundehaaren und Dreck, weil ich da
jeden Tag gefüllt mit Rumeier. Unser Garten ist groß, wir haben 1000 Quadratmeter Grundstück. Ne? Natürlich haben wir viel Garten, da muss ich viel arbeiten. Und da haben wir halt diese Wechselviecher. Du kannst halt hier jeden möglichen Aufsatz drauf machen, das habe ich auch gekauft. Und auch dieses, wo du es an die Wand machen kannst und alles Mögliche reinhängen kannst. Du kannst das Kram rausziehen und was anderes reinstecken. Du kannst es an den längeren Stiel machen. Es ist ein Traum. Also dieses Gardena-Set ist ein Traum. Ich finde es geil. Also damit kriege ich echt fast alles an Gartengeräten so untergebracht und platzsparend. Also ich finde es geil. Ich bin ja so ein Ordnungsmensch. Ne? Also für mich echt eine Erleichterung und Bereicherung. Und diese Dinger gibt es immer mal wieder bei Lidl. Ich weiß nicht, ob es die jetzt aktuell auch gibt. Jeder bei mir in der Familie liebt sie, weil die einfach geil sind. Das sind Knieschoner. Eigentlich sind das Bauknieschoner, weil... Und deswegen ist auch ein Knoten drin, weil so dicke Beine wie Männer habe ich jetzt nicht. Ich habe voluminöse Waden, aber nicht so voluminös. Auf jeden Fall ist das einfach hier klasse, wenn ich Unkraut zupfe, weil das ist Plastik. Und hier drin haben wir Gel. Oh mein Gott, das ist so wie auf Wolken. Wir haben zwar keine Steinbeete oder sonst was, aber wenn du den ganzen Tag auf den Knien bist, da ist das ein Traum, wenn du so ein Ding umhast. Weil so eine Rumschiebe-Kniematte, die gibt es ja auch. Finde ich nervig, weil die muss ja immer mit rumschieben. Das Ding habe ich an meinen Knien. Die kann ich immer wieder an- und ausziehen, wenn ich will. Und die sind halt immer dabei. Und ganz egal, wie ich gerade eine Verrenkung mache, weil da hinten noch das letzte Witzelchen Unkraut ist, was ich zupfen will, die Dinger sind da. Ein Traum kann ich euch mega empfehlen. Wie gesagt, kommt von Lidl. Powerfix haben wir online bestellt, kosten 5 Euro oder so. Also echt nicht die Welt. Und wenn es die mal wieder gibt, dann werde ich mir eh wieder ganz viele nachbestellen. Weil mittlerweile ist unser Vorrat sehr gut aufgebraucht, weil auch... vor allem Familienmitglieder von uns, da einige von bekommen haben, aus Mitleid. Mein Papa hat seine Terrasse neu gemacht und da hat er von uns erstmal die Knieschoner geschenkt gekriegt. Ihr Lieben, das waren jetzt hier meine Halbjahresfavoriten und ich hoffe, ihr habt bis hierhin durchgehalten und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn dem so ist, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen... Sammlungs wie irgendeine Playlist packe ich da rein. Mal gucken, welche ich nehme. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.